Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück in Walden und alles sieht so idyllisch aus hier. In diesem schönen Frühjahr, aber hinter den Mauern und hinter den Hüttenwänden, da herrscht die Angst vor dem Hunger. Denn kaum noch ist irgendwas da. Wir müssen was tun. Wir werden jetzt hier sämtliche Jäger zu Sammlern machen. Weil das bringt deutlich mehr Nahrung und dann müssen eben die wilden Tiere mal im Dorf ein bisschen rumlaufen. Hoffen wir, dass keine Krankheiten kommen. Aber Priorität hat die Nahrung, auf jeden Fall. Und was wir noch machen werden, wir werden einen von den Holzhackern werden wir jetzt zum Obstbauern machen. Dass wir da jetzt auch die maximale Kapazität ranbringen. Und dann hoffe ich mal... Was? Ein Gebäude brennt? Wo? Leute... Gewitter, da oben. Nein, ist das etwa die Sammlerhütte? Ich fasse es nicht. Das Gewitter schlägt uns jetzt hier auch noch voll ins Kontor. Kann das wahr sein? Ich fasse es nicht. In dieser schwierigen Situation brennt auch noch die Sammlerhütte ab. Was machen wir jetzt? Kommen die da mit Brunnenwasser jetzt hin? Viel zu weit entfernt, Leute. Wer tut jetzt was? Macht irgendwas, Leute. Unternehmt was. Kann doch nicht wahr sein. Wo sind die Sammler? Was tun die hier gerade? Trägt Essen zum Haus. Trägt Obst zum Lager. Und die andere steht da rum. Können wir selbst irgendwas tun? Warte mal, wir können doch selbst was tun. Hier, wir nehmen irgendwie so ein Kind. Jetzt gehst du da ins Lager. Die steht da nur rum. Nein, ich will keine Ressource wählen. Hallo? Geh mal raus hier. So. Kann ich jetzt hier aus dem Brunnen Wasser nehmen? Interagieren? Ja. Habe ich jetzt Wasser? Ich glaube, ja. Ja, wir haben Wasser. Wir haben 6 Wasser. Wir laufen. Wir laufen da hoch. Hier den Weg entlang. Und das brennt Licht. Oh Gott, wie dramatisch sieht das aus. Was können wir tun? Wir laufen rein. Feuer löschen. Jetzt? Hilfe! Brennen wir jetzt selbst? Ich komme nicht mehr raus. Wo ist der Ausgang? Es ist Nacht geworden. Oh mein Gott. Wie schaurig. Das brennt immer noch weiter lichterloh. Warum machen die nichts? Ich fasse es nicht. Wo ist der Brunnen hin? Hier. Komm, ich will interagieren. So, wir haben nochmal 6 Wasser. Ich meine, wir sehen immerhin, wo wir hin müssen. Tragen die anderen jetzt auch was hoch? Das wäre schön. Da, da ist jemand. Oh, die löschen jetzt doch auch alle. Hervorragend. Feuer löschen. Aber wie lange dauert denn das Löschen? Und ich komme immer nicht raus, ey. Das ist so gruselig. Oder müssen sich meine Augen erst ans Licht gewöhnen, weil ich jetzt so im Feuer war? Das könnte natürlich auch sein. Hallo, was machst du hier? Ah, hier steht, wie viel Wasser dorthin gebracht werden muss, damit es gelöscht wird. Na toll. Das ist ja noch einiges. Oh, Leute, Leute, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt können die Sammler nicht sammeln. Und jetzt wird vermutlich langsam Hunger herrschen. Vielleicht sollten wir die Sammler... Obwohl, wenn wir sie jetzt abziehen, gibt es da noch Leute, die löschen? Das ist eine gute Frage. Lohnt es sich nochmal, jemanden da hinzuschicken? Die holen schon Wasser vermutlich. Was hast du dabei? Essen. Na gut, das ist auch nicht ganz unwichtig. Ausgebildet. Sie ist eine ausgebildete Fischerin. Citini. So, jetzt nehme ich mal die Kontrolle. Und jetzt wollen wir hier nochmal hoch. So, Leute. Ihr seid viel zu lahmarschig. Warum kann ich denn hier an euch vorbeilaufen? Und ihr geht ganz gemütlich da hoch, als ob nichts wäre. Unfassbar. Das ist krass, wie es jetzt total dunkel wird.
Und dann wieder hell. Man muss sich echt an die... Man wird geblendet durchs Feuer. Und was ist das überhaupt? Ist das die Sonne? Sehen wir erstmals die Sonne? Und wie lange brennt das hier noch? Wie viel Wasser ist denn jetzt da? Hat das was gebracht oder was? 7 von 9. Was machen denn die anderen Leute da die ganze Zeit? Löscht Feuer? Löscht Feuer, okay. Also 2 noch. Beziehungsweise 1 noch. Die laufen da echt todesmutig ein. So, wie viel sind es noch? Ja, okay, dann müsste das jetzt erledigt sein. Ich frage mich, ob die Hütte dann vollständig intakt wieder ist. Puh. Ja. Und jetzt bringst du auch noch ein bisschen Wasser. Jetzt ist das Feuer vorbei. Wahrscheinlich musst du jetzt wieder runterlatschen, das Wasser in den Brunnen schütten. Oder so ein Kram. Okay, wir haben spätes Frühjahr und wir haben immer noch kaum was zu beißen. Herrscht schon irgendwo Hunger? Ich weiß es nicht. Wir können, glaube ich, jetzt nirgendwo was verändern. Wir haben jetzt maximale Sammler. Das Einzige, was wir machen könnten, wir könnten für eine kurze Zeit den Holzhacker abstellen, aber... Oh, da ist jetzt der Baum gestorben. Der große Baum hier bei den Feldern. Aber was wir natürlich noch haben... Oh ja, verdammt, wir haben noch einen Baumeister. Aber wisst ihr was? Da habe ich noch eine bessere Idee. Der kann noch was tun. Und zwar, wir werden mal hier mitten in die Felder noch einen Brunnen bauen. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Hier war ein Brunnen. Damit die Bauern es nicht so weit haben zum Wasser. Den baue ich mal so. Okay. Dann könnte es auch ein bisschen effizienter laufen. Ich meine, das wäre so frustrierend. Stellt euch mal vor, ihr seht die Kartoffelpflanzen wachsen und wachsen. Und dann verhungert ihr bei diesem Anblick. So, sind die Sammler jetzt? Sammeln die. Das müssen wir uns jetzt mal angucken. Repariert. Das muss echt repariert werden. Dieses verdammte Haus muss auch noch repariert werden. Nein. Ey, so ein Brand in so einer Situation ist ja wohl das... Das Krasseste, was passieren konnte. Ich meine, jedes andere Haus hätte brennen können. Hier von mir aus da der Förster oder was weiß ich. Aber doch bitte nicht diese Hütte. Mir wird auch gar nicht angezeigt, wie lange die noch beim Reparieren... zum Reparieren brauchen. Die sollen sammeln und nicht reparieren. So, wir haben schon wieder jemanden, der älter geworden ist. Was kann der tun? Der kann jetzt Jäger werden. Der bringt wenigstens noch ein bisschen Fleisch mit rein. Spätes Frühjahr. Oh Gott. Ich freue mich auf den Moment, wo wir die Kartoffeln ernten. Die Fischer kommen auch überhaupt nicht hinterher. Ist das Verschwendung, dass wir den jetzt hier zu den Äpfeln bringen? Oder wäre es besser gewesen? Ich weiß es nicht. So, immerhin wird jetzt hier der Brunnen schon mal gebaut. Das ist gut. Und sind die Sammler, sind die jetzt endlich am Sammeln oder sind die immer noch am Reparieren? Ist. Ey, was dauert das denn? Dauert das ein ganzes Jahr, dieses Ding hier zu reparieren? Sammelt Ressourcen. Es geht los. Sie sammeln. Die Reparatur ist abgeschlossen. Und ich habe das Dorf verloren. Nein, hier ist es. So, herrscht schon Hunger? Wir haben immer noch minimalste Bestände von Gemüse und Obst. Aber wir haben Flachs. Und Leder. Davon haben wir genug. Herrlich. Ist der Brunnen gebaut? Ja. Der blöde Kürbis. Also ich meinte, als ob die nichts Besseres zu tun haben, als den Kürbis hier noch auszuholen. Während des großen Hungers. Frühsommer. Das heißt, wann beginnt die Ernte? Wie bitte? 229 von 945? 400. Okay. Das dauert noch eine Zeit. Die Ernte ist noch lange nicht in Sicht.
Was ist hier eigentlich mit diesen Graspflanzen? Ich meine, Gras, das sieht ein bisschen erbärmlich aus. Gras würde ich jetzt normalerweise anders darstellen, aber okay. So, da herrscht der erste Hunger. Und wir haben auch schon wieder ein Kind. Haben wir ein Kind, das älter geworden ist? Warte mal. Hier herrscht der erste Hunger. Aber wir haben doch was. Die müssen sich was holen. Gemüse und Obst ist im Moment da. Wird hoffentlich gleich in die Hütte gebracht. Ich glaube, jetzt helfen die Sammler. Hol dir das doch. Nee, das hat jemand anderes weggeschleppt, aber Fleisch ist noch da. Komm, im Notfall kann man auch Fleisch essen. Ich hoffe, das sind jetzt keine Vegetarier oder so. ...295, 300. Die Ernte ist noch weit entfernt. Wir haben echt nichts mehr zu essen, Leute. Aber wir haben noch einen Bauarbeiter und der kann noch Jäger werden. Das ist das Letzte, was ich mir... was wir hier noch machen können, um an Nahrung zu kommen. Ja, ein bisschen ist schon wieder da, aber das ist auch gleich wieder weg. Und der Hunger in dieser Hütte. Ein nächstes Baby ist geboren worden. Oh, bloß nicht. Wir haben viel zu viele Kapazitäten. 3, 4. Hier passt keiner mehr rein. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Da auch nicht. Hier ist noch eine Kapazität. Okay. Ja, ja, ja. Also das war echt, als ob ich einen Lehrfilm machen würde, wie man durch zu schnellen Wachstum hier bei Life is Feudal untergeht. Oder beinahe untergeht. Noch leben wir noch. Noch halten uns unsere Sammler... Also ich sag mal, wäre diese Sammlerhütte, hätte die nicht gebrannt, dann sähe es schon doch deutlich besser aus. Jetzt wird es urisch knapp. Wir können jetzt überhaupt nichts machen. Wir können jetzt wirklich nur auf diese Ernte warten und hoffen, dass sie vernünftig wird. Wie weit sind wir hier? Bei 676. Aha. Was machen die Äpfel? Schnell wachsen. 282. Das dauert alles noch. Okay, wir haben 16 Arbeitskräfte. Also wenn wir das jetzt erstmal überstanden haben, vermutlich wird der Winter auch nochmal hart. Wenn wir das überstanden haben, dann haben wir, glaube ich, es erstmal einigermaßen geschafft, weil dann sind das ja alles Erwachsene, die dann auch arbeiten können und so weiter. Im nächsten Jahr können wir dann ein viertes Feld anlegen und dreimal Kartoffeln ernten und sowas alles. Dann sind wir, glaube ich, über dem Berg. Aber puh. Und wieder weggeklickt. So, wie sieht es denn aus hier bei unseren Sammlern? Aha. Ja, die sind schon fleißig. Sammelt, sammelt, sammelt und sie essen auch. Puh. Okay, wir sind im Sommer. Ein bisschen Nahrung bleibt immer über. Und noch gibt es nirgendwo akute Hungersnot. 654. Nicht, dass wir hier zu spät angefangen haben. Wir haben das ja beim letzten Jahr... Also diesmal brauchen wir wirklich einen Herbst, der möglichst noch lange warm ist. Also im Moment sind es ja 31 Grad, das ist sehr schön. Wobei die Kartoffeln wachsen nur zwischen 0 und 27 oder am besten oder so. Es ist zu heiß für die Kartoffeln. So, das Beet ist das erste, was geerntet wird, Leute. Gut, dass wir hier den Brunnen gebaut haben. Das war, glaube ich, jetzt nochmal eine richtige Entscheidung in dieser kritischen Situation. So, wann beginnt... Aber ich sehe gerade, wir haben durch die Sammler jetzt doch eine ganz schöne Reserve. Also ich glaube, wir schaffen es. Wir werden nicht allemal verhungern. Und jetzt müssen wir wirklich mal darauf hoffen, dass wir die komplette Ernte hier von beiden Feldern einfahren können. Also wenn wir dann jetzt hier fast 2000 Gemüse haben, dann sollte das nächste Jahr doch etwas entspannter laufen, würde ich mal sagen. Das ist die große Frage. Ey, wir haben den ganzen Sommer durchgefischt. Und kaum noch was ist übrig. Aber was jetzt auch positiv ist, jetzt sind ja die ganzen Schüler hier in der Schule. Sind die da übrigens auch? Oh, schaut mal, die sind da drin. Die stehen da rum. Warum geht ihr jetzt alle raus?
Schule zu Ende. Du bist da geblieben, ne? Was ist hier? Hier sitzt eigentlich normalerweise der Lehrer hinter. Guckt durchs Loch und erzählt den Kindern, was so abgeht. So, ist irgendwo Hunger? Nein, wir haben jetzt... Oh, wir haben... Die Nahrungsreserven steigen doch deutlich. Puh. Einmal durchatmen, Leute. Einmal durchatmen. Wir gucken mal, was hier los ist. Ach, hier wird, glaube ich, schon... Wird hier schon geerntet? Nee, wird noch nicht. Doch, die Ernte beginnt. Sehr schön. Oh Mann, wenn ich daran denke, dass ich hier noch im zweiten oder dritten Jahr irgendwelche Wege schräg oder gerade gemacht habe, das ist jetzt angesichts dieser Probleme, waren das echt erste Weltprobleme. Ja. So, die Kartoffeln werden geerntet. Juhu! Wir haben allerdings, glaube ich, nur 854. Das sollte das... Ah ja, jetzt verstehe ich das. Ich glaube... Genau. Wir haben, glaube ich, nicht das gesamte Maximum erreicht. Oder ich weiß nicht genau. Doch, wir hatten es erreicht. Wir haben das schon abgeerntet. Das erreicht man wohl immer. Die Frage ist nur, ob man es dann vom Feld kriegt. Aber auf jeden Fall beginnt die Ernte. Und jetzt werden unsere Nahrungsreserven steigen. Und das ist doch mal echt eine gute Nachricht. So. Und die Frage ist, ob wir jetzt schon mal beginnen müssten. Wir haben jetzt Sommer, ein bisschen an unseren Brennholzreserven zu arbeiten. Wobei, es hat ja den ganzen Sommer jemand durchgearbeitet. Aber wir brauchen eigentlich auch wieder einen neuen Förster. Ich weiß nicht so recht. Oh, wartet mal. Hier hat einer keine Aufgabe. Das ist ganz gut. Dann machen wir Folgendes. Der kriegt jetzt mal ein paar Jobs. Der muss jetzt mal ein bisschen Holz fällen. Wir werden jetzt mal diese schönen großen Bäume hier abschlagen. Wenn wir jetzt mal hier ein bisschen wieder für Durchsicht sorgen. Der kann auch weg. Sehr gut. Ja, der Baum... Ach, der ist irgendwie so schön, ne? Aber der steht direkt vor dem Haus. Das ist nicht schön. Dann kommt er weg. Haben wir hier irgendwas noch Störendes? Nehmen wir den nochmal weg. Okay. Und du kommst auch weg. Und diese kleinen Büsche, die sind eigentlich ganz nett, würde ich mal sagen. Gut. Dann hat er zu tun. Das ist in Ordnung. Also, erstmal Nahrung gesichert. So, jetzt mal kurz überlegen. Nehmen wir jetzt von den Sammlern welche weg? Oder ist das noch zu früh? Ich würde sagen, das ist noch zu früh. Wir lassen sie wirklich jetzt den... Bis zum Herbst, bis es nicht mehr geht, lassen wir sammeln. Jetzt wollen wir mal nicht übermütig werden. Und auf keinen Fall werden wir irgendwelche Gebäude neu bauen. Auch die Fischer werden weiterarbeiten. Volle Pulle Nahrungsproduktion. Und es ist ja überhaupt noch fraglich, ob wir die ganzen Felder auch abgeerntet kriegen, ne? Wie sieht es eigentlich aus hier mit dem Gras? Beginnt hier schon die Ernte? Ja, sieht so aus, tatsächlich. Okay, da werden die Bäume gefällt. Ach so, wir haben ja auch noch das Obst. Was denn damit? Habe ich ja ewig nicht nachgeguckt. Das ist auch sehr schön. Okay. Aber hier ist irgendwie der Wachstumsfortschritt nicht erreicht worden. Oder er nimmt ab. Also ganz habe ich dieses Balkensystem noch nicht verstanden. Also ist mir ist klar, im Laufe des Wachstums geht es dann auf Maximum und dann wird geerntet und dann geht es wieder runter. Aber wir haben hier vermutlich das Maximum nicht erreicht, weil wir im Frühjahr hier noch niemanden haben arbeiten lassen. Was ja auch von uns so bewusst eigentlich gemacht wurde, weil das quasi nebenbei mitwächst. Aber jetzt mussten wir natürlich ein bisschen optimieren, deswegen vermute ich das so zu verstehen. Und von dieser Menge, die dann erreicht wurde, wird dann geerntet. Aber warum wächst das jetzt hier 77? Naja. Ist vielleicht jetzt nicht so entscheidend.
Mit gesundem Menschenverstand kommt man ja auch einigermaßen weit hier. So, die Ernte läuft. Spätsommer ist es. 24 Grad. Also noch ist keine früher Kälteeinbruch in Sicht. Wir haben jetzt 700 und auch Obst ausreichend. Das hatten wir auch beim letzten Mal nicht. Auch das stimmt mich optimistisch. Okay. Ist der hier noch am Fell? Mhm. Gräbt nach Ressourcen? Was machst du da? Achso, ja, hier wird noch gefällt. Sehr gut. Heuernte scheint auch im Gang zu sein. Ja. Sehr gut. Da werden wir uns jetzt ein schönes Polsterchen zulegen und das soll dann unseren Bau nicht mehr behindern. Das heißt, dann brauchen wir nur wirklich andere Sachen noch abzubauen. Wie sieht's aus mit den Kleidern? Die sind jetzt auf 3 gesunken. Da müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Aber ich denke mal, wir werden dann von den Bauern ein zum Schneider machen. Das ist ja auch eine sehr schöne Winterbeschäftigung, würde ich mal sagen. Gut, liebe Leute, ich glaube, das Schlimmste haben wir jetzt erstmal überstanden. Das Dorf hat überlebt. Niemand ist gestorben, außer die eine Dame. Nee, das war ein Mann. Das war ein Förster, der im Winter erfroren ist. Das ist sozusagen das erste und einzige Opfer hier. Das hält sich ja noch einigermaßen im Rahmen. Mal gucken, ob wir über den nächsten Winter kommen werden. Das erleben wir dann in der nächsten Folge. Also bis dann, macht's gut. Euer Steinballen.